Zum 11. Mal findet dieses Jahr die Verleihung des Deutschen Radiopreises in Hamburg statt. 1945 haben die Briten hier als erste unter den Alliierten mit der Ausstrahlung eines vollen Radioprogramms begonnen. Neben dem öffentlichen Rundfunk gibt es in Hamburg heute erfolgreiche private Sender und sogar einen Grimme-Preisträger im neuen Internetradio. Alles in allem also ein guter Ort, um den Deutschen Radiopreis zu verleihen. Über 90% der deutschsprachigen Bevölkerung hört regelmäßig Radio, gezielt oder auch nebenbei, während der Arbeit, der Autofahrt oder einer anderen Tätigkeit. Ob Nachrichten, Unterhaltung, Musik. Das Radio geht immer direkt ins Ohr. Im Frühjahr, als das öffentliche Leben weitestgehend eingestellt wurde, berichteten die Radiosender umfassend über die Corona-Pandemie und die Einschränkungen, die damit verbunden sind. Auch ich habe regelmäßig im Radio die Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Es war wichtig, auf die Sorgen und das große Informationsbedürfnis in der Bevölkerung einzugehen und damit die Akzeptanz für die Corona-Auflagen zu erhöhen. Die Qualität des Radios beruht auf der Arbeit vieler professioneller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die moderieren, Reportagen machen und in den Redaktionen tätig sind. Der Deutsche Radiopreis ist einer der bedeutendsten deutschen Medienauszeichnungen. Er wird verliehen für besondere Leistungen und Formate und zeigt die Menschen, die dahinterstehen und diese Auszeichnungen verdienen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Deutschen Radiopreis 2020.